Hallo zusammen, heute gibt es Lomo al Trapo und wie ich das verkackt habe und trotzdem gerettet, das erfahrt ihr heute. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Lomo al Trapo ist die Bezeichnung für ein komplettes Rinderfilet, was mit einer ordentlichen Portion Salz in einem in Rotwein getränkten Küchentuch gegart wird. Und eben weil es dazu jede Menge wichtige Informationen gibt, fangen wir auch sofort an. Das hier ist ein komplettes Rinderfilet vom Simmentaler Rind von gourmetfleisch.de, mein zuverlässiger Fleischpartner in den letzten Wochen. Und ja, das Übliche, ich nehme einfach ein paar Küchentücher und trockne es kurz ab. Und dann verabschieden wir uns von dem Rinderfiletkopf. Hat den einfachen Grund, dass es eine bestimmte Länge haben muss, unser Rinderfilet, damit es in das Küchentuch passt. Und wenn wir die untere Ecke einschlagen, dann passt das wunderbar. Also die untere Ecke schlagen wir aus verschiedenen Gründen ein. Einmal, damit es insgesamt so dick wird wie der Rest vom Rinderfilet und nicht übergart. Und zum anderen, damit es in dieses Küchentuch passt. Also das ist ein ganz normales Küchentuch, das habe ich jetzt aussortiert, das ist frisch gewaschen und das trinken wir jetzt in Rotwein. Hier ist es wichtig, dass ihr ein Küchentuch auswählt, was A mit einem hohen Baumwollanteil daherkommt und B etwas ist, was ihr danach nicht mehr braucht, weil das ist nach dem Grillen definitiv nicht mehr zu gebrauchen. So, dann bringen wir das einmal aus und befreien es von der überschüssigen, von dem überschüssigen Rotwein, weil wir wollen ja nicht unsere Glut direkt löschen und ihr habt das ja im Intro gesehen, das wird komplett in der Glut gegart. Das Ganze habe ich mir auch gar nicht alles selber ausgedacht. Da gibt es bereits YouTube-Kanäle, die das verfilmt haben. Zum Beispiel Locus El Asado, wenn ihr die vielleicht kennt. Oder mein Kumpel Ruhl, aka Pitmaster X, der hat das auch schon gemacht. Falls euch Rinderfilet zu teuer ist, könnt ihr auch mal eine Version mit Schweinefilet probieren. Das habe ich auch noch vor, aber ihr könnt das auch gerne mal vorweg schon mal machen. So, dann brauche ich jede Menge grobes Meersalz. Im Prinzip geht es auch darum, dass das Rinderfilet eine ordentliche Salzkruste bekommt. Und das sind jetzt bestimmt so 300, 400 Gramm grobes Meersalz, die wir hier so verteilen. Im Prinzip würde ich das eigentlich normalerweise so machen, dass ich das ganze Teil voll mache, also so bestimmt 500 Gramm. Und danach das dann mit Kräutern, Pfefferkörnern und ähnlichem aromatisiere. In dem Fall mache ich es mir noch ein bisschen einfacher. Ich habe ja mit Terrano Meersalz eine Gewürzmischung am Start, die bereits mit Oregano, mit Oliven, getrockneten Tomaten und Co. daherkommt. Das finde ich passt hier wunderbar. Wir füllen dann den Rest mit Terrano Meersalz auf. Ich verlinke euch das gerne mal unten in der Videobeschreibung. Würde euch freuen, wenn ihr das mal anguckt. Ich bin ja in Kooperation mit der Spice Bar. Das sind ziemlich coole Gewürze. So, jetzt ist hier das Rinderfilet und mit der eingeklappten Ecke an der Seite, ihr seht das, legen wir das jetzt hier so auf unser Salzbett. Im nächsten Schritt müssen wir das Rinderfilet dann einrollen. Das ist jetzt keine besondere Herausforderung. Wichtig an der Stelle nur, dass das Rinderfilet komplett umschlossen ist und man sollte ungefähr versuchen, das ist allerdings nicht ganz so einfach, da komme ich nachher nochmal zu versuchen, dass wir mehr oder weniger auf beiden Seiten dann gleich viel Tuch haben. Also wenn wir jetzt das Tuch verschließen, dann sollte man das Tuch auf einer Seite komplett verschließen. Und auf der anderen Seite halt nicht, aber nicht einen oben und einen unten. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das hat was damit zu tun, dass man das am Ende dann mit der Garzeit einigermaßen hinbekommt. So, jetzt ist es wichtig, das Paket komplett zu verschnüren. Ich habe hier so Metzgerzwirn oder da könnt ihr ja, das nehmen, was ihr da so da habt. Es gibt mit Sicherheit auch deutlich geschicktere und deutlich coolere Möglichkeiten, das Ding zuzuknoten. Man kann das machen mit so Schlaufen, das zeige ich euch vielleicht ein anderes Mal. Jetzt bin ich einfach dazu übergegangen und habe da, wo ich meine, mehr oder weniger ordentlich das Ganze dann einmal verknotet. Das reicht dann vollkommen aus, meiner Meinung nach. So, jetzt ist das ganze Paket fertig verschnürt, sieht so aus, sehr coole Farbe und dann gehen wir mal raus und kümmern uns um den Grill. So, jetzt brauchen wir einmal eine ordentliche Portion durchgeglühte Kohle. Ich habe hier Profagus genommen, die Buchenholzkohle von denen, ihr könnt aber auch andere Holzkohle nehmen. Im Originalvideo wird mit Holz gegart.
Was so die Garmethoden anbelangt und die Garzeiten, da bin ich mit den anderen Kanälen nicht immer einer Meinung. Im Originalvideo, ich verlinke euch das auch mal unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das angucken, wird das Rinderfilet bestimmt über 20 Minuten oder so je Seite gegrillt. Das wäre hier absolut sinnfrei. Wir haben jetzt hier den Anzündkamin, der ist gestartet und wir brauchen ein bisschen mehr. Ich habe hier noch so einen kleinen Workaround, immer dann, wenn ich etwas mehr brauche, dann gieße ich noch etwas Kohle neben dem Anzündkamin auf und das strahlt dann so weit ab und zieht quasi mit durch, dass auch der andere Teil mit angeht. So, wir sind jetzt soweit und haben unsere Glut fertig und jetzt geben wir das komplette Rinderfilet in unserem Rotweinhandtuch, nenne ich es jetzt mal, in die Glut. So, hier wird das Ganze jetzt gegrillt. Eigentlich ist das Ziel so 7 bis 8 Minuten und da sollte man immer etwas drauf achten. Warum seht ihr gleich? Ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen vor und nach dem Schwenk im Zeitraffer dargestellt, damit ihr ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das entwickelt. Normalerweise kann man das Ganze auch ganz in Glut einwickeln, wenn man will, also einmal rundherum garen. Mir persönlich war es wichtig, dass ich einmal gucken kann, wie verhält sich denn das Küchentuch. Und oben haben wir ja etwas mehr Küchentuch, also das sind ja die Lagen, wo wir es zugemacht haben. Da kann es dann theoretisch so 12, 13, 14 Minuten ungefähr dann liegen bleiben. Das Ganze hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie heiß ist es wirklich, wie ist die Beschaffenheit von dem Küchentuch, habt ihr welche Kohle. Also das ist kein, gibt jetzt da kein richtiges Rezept, es sind jetzt alles Richtwerte, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, behaltet es auf jeden Fall im Auge. So, jetzt kommt etwas, da habe ich schon gedacht, jetzt habe ich es mal richtig verkackt. Oder Epic Fail, wie der Engländer sagt. Zack, da drehe ich es um und da habe ich schon die Hälfte von meinem Küchentuch verloren. Also normalerweise ist es so, dass, das seht ihr bei den anderen Videos, dass das Tuch dann steinhart wird und quasi so ein bisschen versiegelt und man es dann am Ende vom Grill runternimmt und dann einmal drauf klopft und dann bricht das Tuch so auseinander. In dem Fall habe ich jetzt das Küchentuch schon teilweise verloren. Macht aber eigentlich gar kein großes Problem. Wir ziehen jetzt hier noch den Rest runter und ihr seht schon, da löst sich das Küchentuch schon in seine Bestandteile auf. Macht aber gar nichts. Im Prinzip sieht das ja so cool aus wie schon bei Caveman Style. Also für mich ist das ja gar nichts Besonderes. Sachen in der Glut zu garen. Ja, jetzt lasse ich das Ganze nochmal liegen. Und zwar die besagten so 11 bis 12 Minuten auf der Seite, wo der dickere Teil vom Küchenhandtuch ist. In der Zeit, wo wir jetzt auf das Rinderfilet warten, möchte ich den Moment nutzen und mich bei meinen aktuellen Patrons bedanken auf meiner Patreon-Seite. Und zwar den bestehenden Kai V, Markus B und dem Micha von Foodish Cooking ist noch der Goth und Seth H hinzugekommen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Falls ihr auch auf meiner Patreon-Seite mal vorbei gucken wollt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Einer meiner neu hinzugekommenen hat sogar die Like a Boss Version gebucht. Herzlichen Dank dafür. So, jetzt sind wir soweit und können unser Rinderfilet runternehmen. Und jetzt ist es so ein bisschen die Frage, wie sieht es wirklich aus? Wie ist eure Temperatur? Ihr könnt jetzt mit einem Thermometer nochmal nachmessen. Ich würde es empfehlen, dass man es unter Umständen nochmal kurz für eine Viertelstunde oder 20 Minuten zum Ziehen in den Backofen legt. Das hatte ich auch, also rund 15 Minuten bei nochmal 80 Grad und zack, hier ist das Ergebnis. Im Anbetracht der Tatsache, dass ich mal kurz richtig Panik hatte, dass mich das Tuch quasi hier das Ergebnis kostet, so muss ich sagen am Ende, das ist wirklich ein Traum. Und weil es immer so schön ist, habe ich euch auch heute mal das Original-Footage zum Probieren hinten dran gehängt. Viel Spaß dabei. So, heute mal die letzten Worte von drinnen. Also, ich würde natürlich Quatsch erzählen oder lügen, wenn ich sagen würde, dass das so geplant war. Aber das Ergebnis ist trotzdem phänomenal. Also, am Ende ist es ja nichts, ist dann am Ende eher eine Caveman-Style-Version gewesen von Lomo al Trapo. Aber saustark. Und es hat so ein geiles Aroma. Das ist wirklich unglaublich lecker. Normalerweise hasse ich das, wenn man mit vollem Mund redet. Tut mir leid. So, bevor wir jetzt hier nochmal zum Schluss kommen und das Fazit
Ja, natürlich kann man das jetzt vielleicht noch ein bisschen in den Ofen legen, für den Fall, dass jemandem das noch ein Ticken zu rosa ist. Ich persönlich finde es eigentlich ganz cool so. Wie gesagt, es hat ein tolles Aroma vom Außen, das Salz. Schon auch, dass der Rotwein da irgendwie ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Und das Handtuch natürlich, wenn auch nur eine kurze. Ja, ein gutes Beispiel dafür, dass nicht immer alles glatt laufen muss und am Ende es trotzdem zu einem guten Ergebnis kommt. Vielleicht ermutigt das den einen oder anderen von euch, der vielleicht auch hin und wieder mal einen Rückschlag erleiden musste. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Besucht doch auch 0815BBQ bei patreon.com, meine neue Seite. Und würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten wie immer teilen, liken, kommentieren, gern gesehen. Abonniert doch 0815BBQ, falls ihr noch kein Abonnent seid. Ich probiere das jetzt nochmal hier. Ich finde es wirklich großartig. Ganz cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.